Moin Moin, Mahlzeit, willkommen, herzlich sogar, zu Bauchi auf Sendung. Ich muss gerade, jetzt steht jetzt alles andersrum, da ist die Kamera, danke. Für die Leute, die sich wundern, warum ich zwischendurch immer wieder nach der Kamera, weil da die Kamera ist und da der Home-Button und das, ich muss immer erst rausfinden, wo ich gerade hingucken muss. Vielen lieben Dank für eure Geduld. Die Martina hat, super, dass ich mir das jetzt gerade hier verdeckt habe, aber ja. So, das ist einfach mal ganz offen, ne? Ganz liebe Grüße zurück. So, schickt mir gerade, hat gerade mein Video von gestern gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber mein Video von gestern, Matrix, Krieg und anderes. Und schickt mir einen Screenshot, wo sie gerade ein Like gesetzt hat und das ist das 21. Like und die Uhrzeit war gerade 21.21 Uhr. 21. Like um 21.21 Uhr, schreibt sie mir. So, nicht, das ist jetzt in direktem Bezug auf was ich gestern über Matrix-Dekodierung und den Logan erzählt habe. Und habe die ganze Zeit, also ich habe wirklich inzwischen selber all diese Seiten auf dem Arbeitsrechner, weil es für mich tatsächlich, obwohl es eigentlich auf den Spielrechner gehört, gerade auf dem Arbeitsrechner seinen Platz richtig hat. Aber auf dem Arbeitsrechner habe ich im Browser alle Tabs auf, die ich beim Logan finden konnte, mit der ganzen Numerologie und der ganzen Alchemie und das ganze Zeug, was für mich alles totales Neuland ist. Und ich hatte der Martina vorher schon gestern irgendwie geschrieben, dass ich das irgendwie ja auch schon seit Jahren mache. Und gerade ist mir nochmal so richtig schön, und deswegen möchte ich euch das irgendwie nicht vorenthalten, diese ganze Situation. Wie ihr nämlich wahrscheinlich auch, das Ding ist, so wie eure DNA oder euer Körper eure DNA auslesen kann, so liest der Geist die Matrix aus. Und wir machen das mit einer Selbstverständlichkeit, dass es uns gar nicht mehr bewusst ist, dass wir das tun. Aber wenn wir genauer hingucken, dann zeigen sich eben sonderbare Dinge. Und die sind nicht einfach nur so sonderbar, sondern die gehören mit zu den Prozessen, die diese Dinge hervorbringen. Und dazu habe ich dann auch der Martina was zurückgeschrieben. Sehr lustig fand ich, da das war, ne? Sie sieht die Synchronizität, sie sieht den Matrix, sie sieht tatsächlich gerade wieder einen von diesen Zufällen, die keine Zufälle sind, wenn man lesen lernt, sehr klare, deutliche Sprache sprechen. Und ich rede seit Jahren davon, dass ich die ganze Zeit meinen Zeichen folge und sowas. Das hat sehr viel mit Intuition und eigener Wahrnehmung zu tun. Deswegen ist es für jeden anders. Da ist die Kamera, ich muss mich immer noch mal gewöhnen. Entschuldigung. Jeder hat da seine eigene Sprache, seine eigenen Algorithmen, seine eigenen Arten und Weisen, seine Wahrnehmung zu dekodieren. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, dann bekommt man viel Klarheit über Dinge. So, und das Lustige war, wodurch es dann für mich das Ganze das dann nochmal getoppt hat, war es, dass ich die Nachricht um 22.21 Uhr bekommen habe. Und dann habe ich mir gedacht so, ach, das ist ja fast 22.22 Uhr. Aber dann wäre dann jetzt auf 22.22 zu warten dämlich gewesen. Das wäre dann so, das ist halt eben das, was du nicht machst. Du versuchst nicht, das zu beeinflussen. Es geht nicht darum, dass du lernst, das zu beeinflussen. Du, der du wirklich bist, beeinflusst das ja die ganze Zeit. Aber du Ego, der gerade das Video guckt und sich fragt, worum er von der Bauch der gerade reden könnte, brauchst du ja gar nicht drum zu kümmern. Du wirst benutzt von deinem höheren Selbst als der Avatar, durch den du dich erleben kannst und lässt dich gerade selbst diese Dinge sehen.
Und dann habe ich ihr um 22.21 Uhr zurückgeschrieben und geantwortet. Und hatte dann noch eine Nachricht geschrieben, in der ich bemerkte, dass ich das getan habe. Und die habe ich um 22.22 Uhr geschickt. Wodurch dann darauf auch noch ein Hinweis dahin folgte. So, und dann kommt der Teil, den ich vorlesen wollte. Tue jetzt einfach für die, die es interessiert. I love it. Die Matrix spricht regelrecht mit uns. Wenn man einmal aufhört, sowas als Zufälle abzutun, kann man sie lesen lernen. Alles ist miteinander verbunden. Alle. Und das ist das, was sich da zeigt. Da zeigt sich ein Muster. Das ist, ihr seht es irgendwann selber, dann kann ich es in eigenen Worten beschreiben. Du siehst gerade genau solche Verbindungen, das habe ich nicht nur der Martina zu lehrend geschrieben, sondern ich habe es einfach festgehalten, weil ich das gerade genau so, also ich, wir sehen gerade genau solche Verbindungen wie auch der Logan oder ich eben auch und so viele anderen inzwischen. Er sieht sie einfach durch seine eigene Brille mit seinen eigenen Algorithmen, seiner eigenen Suchmaske, der eigenen Filterauswahl, die jeder von uns so wunderschön individuell ausgeprägt hat. Und du mit deinen und ich mit meinen. Jeder auf seine Weise. Deswegen wiederholt sich schön. Das ist das Schöne, wenn Logik im Spiel ist. Dann fangen Dinge an, sich zu wiederholen. Das ist dann, irgendwann merkst du dann so, haben wir es jetzt begriffen? So, wir sind dabei, es zu begreifen. Und irgendwann werden wir es begriffen haben, wenn wir uns weiter dafür interessieren. Wie immer mit allem, was uns interessiert, wo wir dann irgendwann mal begreifen, womit wir zu tun haben und den Durchblick haben. Und dann sagen, oh, habe ich gelernt, weiß ich mit umzugehen, kann ich. Es lohnt sich wirklich gerade genauer hinzuschauen. Und zwar nicht auf die Dinge, sondern auf die Prozesse, die diese Dinge hervorbringen. Okay, das wiederholt sich jetzt, weil ich das eben schon vorweggenommen habe. Aber auch das wahrscheinlich nicht von ungefähr, weil das habe ich ja nicht so geplant. Genau das ist es. Es ist der natürliche, es ist die Sprache Gottes, mit der wir da alle miteinander kommunizieren. Prozesse, die diese Dinge hervorbringen. Prozess im Sinn von Programm, das da abläuft. Ne? Und dazu ging mir dann halt noch durch den Kopf, dass ich gestern auch schon was anderes gesehen hatte. Nämlich, dass diese ganzen Sachen, und das macht es zu einem interaktiven Spiel. Das heißt, ja, alles, was wir gerade erleben, ist prädestiniert, ist Terminus, es ist, mich doch am Arsch. Wie gibt es ein einfaches Wort für? Es ist vorgeschrieben. Durch das, was wir sagen. Jeden Tag schreiben wir vor, was wir danach erleben. Es ist Wahrgebung und Wahrnehmung. Hängt so unheimlich dicht miteinander zusammen. Und was halt eben bis heute in der Programmierung von Programmen am Computer immer noch eine sehr wesentliche Rolle spielt, ist die If-Then-Kombination. If irgendeine Voraussetzung erfüllt ist, then macht das und das. Else, andernfalls, macht das. So, und das Schema, fang mal an, es auf alles, was du am Tag so erlebst, anzuwenden. Was passiert? Automatisch fängst du an, deine Optionen abzuwägen und besonnener zu handeln. Das wirst du automatisch, das ist der Nebeneffekt, der dadurch entsteht. Fang an, diese If-Then, fang es einfach an, in deinen Algorithmus mit einzubauen, in deine Suchmaske mit einzubauen. Ich stehe gerade davor, etwas zu tun und sei dir sicher, dass in deinem Matrix-Code diese If-Then-Geschichte mit
mitwirkt bei jeder Entscheidung, die wir treffen. Und das ist der Matrix-Code des Spiels, das wir selber als unser höheres Selbst mit dem Controller in der Hand da sitzen und uns da ein Video aufnehmen lassen oder so. Einfach ein Fraktal weiter als das, was wir auf unserem Computer sehen. Und das auch nur, weil es eine Spiegelwelt ist. Es sind wir, it's us. The Wizard of Oz. It's us. Wir sind das, die uns spielen. Deswegen ist das überhaupt gar nicht so gefährlich oder schlimm, sich dem einfach mal zu widmen. Da ist, fühlt man immer schreien. Ihr könnt Kontakt mit euch aufnehmen. Das ist kein Problem. Ihr redet ja auch permanent mit euch. Nehmt das mal für bare Münze, was da in eurem Kopf abgeht. Da gibt's nämlich, das ist auch kein Zufall. Das ist die Antimaterie. Das ganze Antimaterielle. Der komplette antimaterielle Aspekt unseres Lebens ist in unserem Kopf zu finden. Und der materielle Aspekt, um uns herum projiziert, auch in unserem Kopf. Und in Kombination all dessen können wir auf Dinge, die wir in unserer Computerwelt regelrecht kopiert haben, wir haben Sprache übernommen. If, then. Wenn du das machst, passiert das, ansonsten passiert das. Und wenn man das dann noch in Kombination halt eben Zusammenspiel mit anderen, das ist kein Singleplayer-Spiel, das ist ein Multiplayer-Spiel hier auf der Erde. Auf dem Server Erde. Oh, bin ich froh, dass ich endlich mal genau so reden kann, wie ich schon die ganze Zeit denke. Und weiß, dass auf jeden Fall eine Handvoll da draußen versteht, wovon ich gerade rede. Ja, es wird aber auch einfach immer klarer inzwischen. Und nicht nur mir, sondern offensichtlich auch immer mehr anderen. Und so bekommen wir die Kontrolle über unser Leben zurück. Und können aus dem Gefängnis, das die Matrix für uns geworden ist, weil wir völlig vergessen haben, dass wir in einer Matrix leben, halt aus diesem Gefängnis wieder rauskommen. Und da habe ich, es leitet mich direkt zum nächsten. Ey, William, boom, ich bin nur im Downloaden. Das sind nur Impulse, denen ich folge. Ich als das, was hier die Kamera aufnehmen kann, kann sich überhaupt gerade gar nicht anders bewegen, als ihr das gerade von der Kamera aufgezeichnet findet. Es geht nicht. Ich könnte gerade nichts anderes machen. Selbst wenn ich jetzt die Fresse halte. Oder die Kamera ausmache, das Video abbreche oder... oder es lösche, dann kann ich nicht anders. Ich nicht. Nicht als der Avatar, der ich hier sitze. Weil ich nur die Spielfigur bin. Weiter oben besteht die Möglichkeit, Dinge zu ändern, die danach erst materiell werden. Teilweise regelrecht in Echtzeit wahrnehmbar, aber trotzdem ist das wie beim Computerspiel so, dass wenn ich den Button drücke, dass es eine kleine Latenz, eine kleine Zeitversetzung, eine kleine Zeitverschiebung gibt, möglichst nicht spürbar, damit es möglichst fühlbar und echt bleibt. Es fühlt sich einfach scheiße an, wenn der Computer laggt und erst eine Sekunde, nachdem du einen Knopf drückst, dann die Reaktion, das kommt, was er eigentlich gerade in dem Moment machen soll. Aber du musst erst den Button drücken und dann passiert auf dem Bildschirm das Gewünschte. Und das ist in dem Vorbild, in dem, was dieser Computerwelt, wie wir sie kennen, also das Ganze, was wir hier so an Hardware und Software und allem Möglichen vor der Nase haben, jeden Tag mit unseren Handys, die auch einfach nur Computer sind,
das, was wir damit kopiert haben, und zwar sehr gut kopiert, nämlich vor allen Dingen im Konstrukt kopiert. Selbe Funktionsweise. Und dann bekommen wir die Möglichkeit, daraus mit unserem Bewusstsein, nicht mit dem Körper, mit dem Bewusstsein, uns über die Matrix zu erheben, indem wir sie einfach als solche wahrnehmen und das vor mir, egal was da gerade ist, als Projektion dieser Matrix für mein Bewusstsein. Connected mit Zirbeldrüse und puff und, you know? Und da haben wir unsere Macht wieder. Und dann können wir wesentlich, wenn wir nicht leiden wollen, viel besser unsere Entscheidungen treffen und gucken, welche Grundvoraussetzungen wir in unserer If-Then-Schleife verwenden, mit was für Variablen wir umgehen. Und das ist der Knackpunkt. Wir setzen einfach extrem viele Variablen sehr, sehr unklug ein. Tun das meistens so, wie man uns das beigebracht hat, und das war eben, um die Hölle uns gegenseitig machen zu können. Und das ist so das Nächste, worauf ich hinaus wollte, ist halt eben Black Hole Sun und der Teufel, Satan, und Logan sprach davon, dass wir Satan sind. Sagt ganz im Ernst, Jesus hat es auch gesagt, ey, werfe den ersten Stein, wer frei von Schuld. Wir sind kleine Teufel und wir machen uns jeden Tag das Leben zur Hölle. Jeden Tag und selbst damit aber eben auch. Und dann tun wir so, als wären wir hier zu Hause. Ja, wer ist denn in der Hölle zu Hause? Der Teufel. So, und jeder, der jetzt sagt, nee, ich bin nicht der Teufel. Das, worin ist der Teufel so richtig gut? Sich selbst zu verleugnen. Legt diese Schablonen einfach übereinander. Mir hilft das gerade sehr dabei, viel klarere Gedanken zu schaffen, sehr viel Verwirrung. Ich merke, dass das mit meinem Trigeminus wird besser, weil ich mich gerade auf einmal wieder entspannen kann, weil mir das da tatsächlich gerade mehr hilft, als alles andere mir jemals dabei geholfen hat. Weil mir das Klarheit bringt. Und diese Klarheit bringt Entspannung. Weil du, in der Klarheit kannst du dann auch erkennen, so, womit habe ich denn eigentlich mit Stress zu tun? So, und da, aber, ey, du stellst die Frage und wenn du dich öffnest, in dem Moment poppt eine Antwort auf. Nimm die erste direkt. Das ist der Hinweis, nachdem du gefragt hast. Und dann guck, was es dir zeigen will. Es ist immer alles mit Prozessen verbunden. Alle Dinge, die passieren, unterliegen Prozessen. Und diese Prozesse sind programmiert. Die sprechen die folgen einer Logik. Da gibt es Zusammenhänge. Ja, und ich freue mich darauf, mit euch immer mehr davon zu finden. Und wenn ihr auch irgendwelche Erlebnisse dieser Art gerade habt, so wo ihr merkt, so, boah, Alter, alles klar, das erklärt mir gerade, warum ich das und das, dann schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon denkt. Und ja, lass uns mal rausfinden, was da noch so kommt. Ich find's einfach hammergeil gerade. Das ist seit 18 Jahren in meinem Leben das interessanteste Thema, das ich überhaupt je gefunden habe. Und jetzt gerade wird das nochmal umso viel mehr interessanter, so wahnsinnig viel mehr interessanter und nochmal viel klarer. Und ich lerne das gerade auch nochmal auf einem völlig neuen Level gerade wahrnehmen und kennen und merke so, wow, okay, wenn man sich eine Weile mit beschäftigt, dann haut das echt rein. Das ist ein Mindblow. Das furzt dir das Gehirn frei. Wirklich, im Ernst, ich schwöre. Wir schaffen das, ey. Ich weiß das. Wir kommen da raus und sehen uns auf der anderen Seite.